Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Glossybox hatte diesen Boxen-Sale für Glossybox-Abonnenten und da habe ich zugeschlagen und mir tatsächlich dieses 5er-Bundle geholt. Das habe ich hier. Wow. Ich habe ein bisschen Angst, dass es umfällt. Ja, und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich in diesem 30 Euro gekosteten 5er Bundle befindet, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Es wird tatsächlich auch eine Verlosung geben, denn ich gehe davon aus, dass einige Produkte, die sich hier drin verbergen, tatsächlich auch schon in den Boxen drin waren, die ich bekommen habe, weil das sind ja quasi alte Boxen. Also alte Boxen, ne, die man dann halt in diesem Glossy Sale kaufen kann. Und ja, das kannst du entweder machen, indem du Glossy Points einlöst, die du ja bekommst dadurch, dass du entweder Produkte bewertest, genau, oder indem du halt quasi den Code Freunde werben Freunde Link weiterschickst, den ich dir hier auch mal einblenden kann. Das ist mein Rabattcode, damit bekommst du nämlich die Glossy Box, wenn du die abonnierst, ein bisschen günstiger. Und ich bekomme halt Glossy Points dafür. Genau, und ja, ne? Habe ich eingelöst und deswegen ist das dann halt eine ganz gute Geschichte gewesen. Diesen Glossy Sale gab es jetzt auch im Rahmen von dem Black Friday Week. Ich finde, das ist so eine ganz gute Geschichte gewesen, um schon mal so ein bisschen sich auf Weihnachten vorzubereiten. Gegebenenfalls sind da irgendwelche Produkte drin, die man halt auch so als Weihnachtsgeschenk weiter verschenken kann. Kommt drauf an, was drin ist. Und ich bin auch sehr gespannt, welche Boxen ich jetzt hier habe. Okay, erstmal habe ich hier die It's All About Love Box. Die habe ich tatsächlich auch beim letzten Glossy Sale schon mehrfach gehabt. Witzigerweise hast du auch immer diese Flyer mit dabei, die tatsächlich auch nur immer bis zu einem gewissen Zeitpunkt gültig sind. Das heißt, meistens sind die schon abgelaufen. Ja, bis 30.04.2019 einlösbar. Wow! Auf geht's, ab in die Vergangenheit und schon lösen wir sie ein. Ich mache das relativ schnell, würde ich mal so denken. Genau, also ich habe jetzt hier den Deckel entfernt. Wir können das Schleifchen öffnen. So, der Klebi lässt sich, ohne das Papier zu zerreißen, öffnen. Ja, das müsste die Februarbox gewesen sein. Das Heftchen, wo drin steht, was drin ist. Und wir haben hier drin Happy Valentinstag. Das ist von Purelay ein Armband und ein Gutscheincode, der bis zum 31.03. gültig war. Downtown Paris Highlighter. Flüssig-Highlighter mag ich nicht so gerne. Huda Beauty Lipstrobe in der Farbe Ritzy. Habe ich schon da. Habe ich schon mehrfach weitergegeben. Wäre jetzt auch ein optimales Adventskalenderprodukt zum Beispiel gewesen. Aber ja, Adventskalender sind jetzt vorbei für mich. Dann eine Geldusche Bois d'Orange. Ja, Orangenduft, ne? Mag ich nicht so gerne. Von Roger & Gallet. Roger & Gallet liebe ich. Da gibt es etwas, das nach Rose riecht und es gibt etwas, das Gingembre Rouge. Genau, das ist mein Lieblingsduft tatsächlich von denen. Orange ist nicht ganz so meins. Die Multi-Masking von Shams. Ja, die hatte ich jetzt auch schon 20 Mal. Ein cooler Nagellack von Essie. Da muss ich gucken, ob ich den schon habe oder noch nicht. Ja. Der schaut so aus, der wird dann wahrscheinlich auch recht teuer sein. Ich glaube 11,95 kostet sowas. To have and to gold. Jo. Nö, den habe ich noch nicht, den werde ich behalten. Und von Nivea die Haarmilch, das ist das Pflegeshampoo, was jetzt auch gerade aktuell unter meiner Dusche steht. Finde ich sehr gut, kann man haben. Nicht jeder mag das, aber ich mag es ganz gerne. Ich denke, ich werde es behalten. Heißt, aus dieser Box werde ich behalten die Haarmilch und den Nagellack. Box Nummer 2. Lohnt sich so ein Glossy Sale? Das werde ich immer wieder gefragt. Tja, das kommt immer ganz drauf an. Also, ich finde eigentlich schon. Für mich lohnt sich das schon. 30 Euro gibt man ja quasi dafür aus, beziehungsweise löst es ja mit den Glossy Points ein. Unterm Strich lohnt sich das für mich auf jeden Fall. Und auch für jeden anderen, weil das sind ja schon Produkte, die man so im alltäglichen Leben auch benutzt. Ne? Also, ist ja nicht weg. So, die nächste ist eine ganz klassische. So, welche haben wir denn hier? Das ist die Beauty School. Das Glossy Magazin haben wir hier. Und das ist die Märzbox gewesen. Okay, ja. Hier haben wir die Box mit dem Schleifchen. Ich finde es irgendwie merkwürdig, ne, dass der letzte Glossy Sale dann irgendwann ausverkauft war. Und jetzt kommt der Glossy Sale schon wieder mit genau den gleichen Boxen im Prinzip. Das finde ich irgendwie doof, muss ich gestehen. So, hier haben wir die Box. Put on Hydration von Skinbiotic. Skinbiotic, genau. Das ist diese Maske. Eine Tuchmaske, kann ich immer gut gebrauchen. Oh, das hatte ich noch nie drin. Von Jörg Wilken Hair Care Genuine Wet and Shine Shampoo. Wird verwendet, wird getestet, wird erstmal gerochen. Riecht einfach nur cremig, riecht ganz gut. Hm.
Ja, den hatte ich jetzt schon öfters. Skin Chemicals London Rose Quartz Youth Defense Lip Plum. Ja, den habe ich aktuell auch hier hinter mir stehen. Ne? Brauche ich nie nochmal. Das ist eigentlich ganz gut. Bodyographic Pro Makeup Brush Cleanser. Den finde ich ganz gut. Den habe ich letztes Mal auch sehr gut gefunden. Den werde ich auch behalten. Und von Rituals Velvety Smooth Cleansing Foam mit Moringa und Holy Lotus. Ja, auch den finde ich ganz gut. Wird von mir verwendet, werde ich behalten. Das heißt, das einzige Produkt, was ich aus dieser Box nicht behalten werde, ist hier von Skin Chemicals das Produkt für die Lippen. So. Next one. Auch das wieder ein klassisches Design. Rabattcodes, die seit 100 Jahren abgelaufen sind. Ja, ich glaube, das ist die Januarbox. Kann das wohl sein? Ja, Strong and Beautiful. Mann, das finde ich jetzt schade. Ich hätte jetzt eigentlich eher gedacht, dass sie quasi die Boxen aus der zweiten Jahreshälfte oder so genommen hätten. Schade. Also Januar, Februar und März haben wir dann hier. Wir öffnen das Schleifchen. Produkte. Eine Probe von den Botanicals Fresh Care. Ja, das habe ich mittlerweile in groß. Das finde ich sehr gut. Dawn haben wir von Blütezeit. 24 Stunden Feuchtigkeitscreme mit Bio-Ginkgo-Extrakt. Auch die habe ich ja schon mehrfach gehabt. Den werde ich definitiv behalten. Verwende ich quasi immer, wenn ich hier sitze. Ne? Von Benefit den 24 Hours Brow Setter. Das ist so ein durchsichtiges Gel, was einfach macht, dass deine Augenbrauen an Ort und Stelle bleiben. Und ich einfach auch diesen etwas wirren Look, so ein bisschen diesen natürlichen Look damit kreieren kann, finde ich richtig geil. Von Duze eine Relentless Matte Lip Crayon in der Farbe 405 Winterberry. Ja, das habe ich jetzt auch schon mehrfach in meinen Händen gehalten, tatsächlich. Dann ein Kalosan Cremeschaum Fresh, vierfach frische Pflege bei feuchten, schwitzenden Füßen. Jo, nö, das ist ein Fußschaum, kann man immer gut gebrauchen. Kann man. Und meine Lieblingsmaske von Neutrogena, die Hydro Boost für intensive Feuchtigkeit. Das ist eine Gelmaske, die finde ich toll, die mag ich. Oh, oh. Der Karton hat mich attackiert. Ja. Und ich werde behalten aus dieser Box den Fußschaum, den 24 Hours Brow Setter und natürlich die Maske. Das ist doch bestimmt der April, oder? April oder Mai? Letztes Jahr Dezember, glaube ich, eher weniger. Hier haben wir die Mary Poppins Edition Box. Mary Poppins Rückkehr Edition. Tada! Riecht hier sehr kräuterig raus und ist enorm schwer. Das ist tatsächlich die Dezemberbox 2018 gewesen. Das finde ich hart, muss ich gestehen. Ne, das ist ja fast ein Jahr alt, die Box dann. Schleifen hat sich auch schon etwas in Wohlgefallen aufgelöst. Tada! Okay, ich sehe direkt, was hier so riecht. Die hatte ich letztes Jahr nicht mit drin. Die sind ja geil. Oh, Baby. The Ritual of Yalda. May all your wishes come true. Magical Bath Bombs. Oh, und ich habe keine Badewanne. Boah, riechen die geil. Ich weiß genau, wem ich die schenken kann. Oh. Boah, die riechen mega gut. Oh. Der Moment, wenn du dir eine Badewanne wünschst. Auch dieses Produkt hatte ich letztes Jahr nicht mit dabei. Von Jean and Len. Bodylotion anregend mit Green Tea and Lime, ohne Gedöns und vegan. Ich bin kein Fan von Limette, Leute. Oh oh, ich hätte gern, dass sie mir gefällt. Muss ich testen. Muss ich tatsächlich testen. Diese Badebomben hier drin sind, das feiere ich gerade hart, obwohl ich die nicht behalten werde, aber trotzdem. Geil. Dann habe ich von Luvas Heilerde eine Reinigungsmaske. Auch die kann man immer sehr gut gebrauchen. Und Luvas ist super. Die haben tolle Masken. Dann, ich hatte, glaube ich, fast nichts davon hier bei mir mit drin. Das finde ich sehr geil. Oder ist das so eine Willkommensbox? Ich weiß es nicht. Sehr, sehr geil. Von Meech and Mia ein Eyeshadow. Doch, den hatte ich tatsächlich. Ja. Nummer 54. Hat keine Farbe. Ist so ein Gold. Ja, so ein Mono-Lidschatten beziehungsweise so Stick-Lidschatten mag ich nicht so gerne für mich. Ich bin da eher so der Lidschatten-Paletten-Fan. Ist einfach irgendwie so ein Ding bei mir. Von Kaleido Cosmetics Astrolight Sea From Space Highlighter, 4 ml. Oh nein, das ist garantiert ein Flüssig-Highlighter. Ja, es ist ein Flüssig-Highlighter, Leute. Und ich stehe nicht so positiv zu Flüssig-Highlightern. Hier sind ganz schön viele Produkte drin. Das finde ich gerade ziemlich geil. Von Triple Cosmetics das Lip and Cheek Jam. Das ist auch wieder tatsächlich ein flüssiges Produkt als
Tint quasi. Das hatte ich auch letztes Mal verwendet, benutzt, probiert und gemerkt, dass es leider nichts für mich ist. Das ist so ein bisschen Dupe zu dem Love Tint von Benefit tatsächlich. So, dann haben wir hier einen Nagellack von De Bruyère Paris. Die Farbe finde ich unfassbar schön. Habe ich aber schon mehrfach da. Vor allem von Nails Inc. habe ich einen, der sehr, sehr, sehr ähnlich ist. Das ist fast genau die gleiche Farbe, ne? Und den hier liebe ich wirklich. Der hält dir länger als eine Woche auf den Nägeln. Das heißt, den werde ich dann nicht behalten. Ich brauche ja nicht fünfmal die gleiche Farbe. Und dann haben wir von Nutraskin das Vitamin C Serum. Also ich kenne das Hyaluron Serum von denen und ich kenne so viele Sachen mittlerweile von Nutraskin und Nutra Lash und Nutra Schlag mich tot. Und jetzt ein Vitamin C Serum. Oh, ja, das ist halt ein Gesichtsserum, ne? Ist nie weg, sowas. Da war richtig viel Kabam in der Box. Da freue ich mich, dass ich die mit jetzt hier auch mit dabei hatte. Boah, das riecht hier alles so geil gerade. Oh, oh, guck mal, die sind von innen auch so gefüllt. Guck. So, und hier haben wir schon die letzte Box, die Box Nummer 5 aus dem Fundwa-Bundle. Auch das wieder von der Optik her eine klassische Glossy-Box. Pyjama-Party. Okay. Ja, haben wir hier nochmal die Oktoberbox. Die ist ganz schön schwer und prall gefüllt. Oh. Hier ist endlich mal diese Schlafmaske drin, von der ich gesprochen hatte. Als ich die selber ausgepackt habe, habe ich nämlich gesagt, Mensch, da hätte jetzt eigentlich eine Schlafmaske drin sein müssen. Die ist jetzt hier mit dabei. Geil. Hatten die das bei mir vergessen? Ich weiß es gar nicht. Dann habe ich hier von Bio Vegan Skin Food eine Gesichtsmaske. Von Bloom Beauty Essence Night Spa revitalisieren sie ihre Haut von innen. Das sind Viecher. 14 Dragees. Dann von Nutra Skin die Superwear HD Foundation. Die habe ich jetzt auch schon mehrfach gehabt. Da sind verschiedene Farben von dieser Foundation drin, dass man die sich quasi auch mischen kann. Das finde ich großartig. Von Gliscor Hair Repairing Beauty Milk. Das ist so eine Tiefenreparatur mit Keratinzieler Technology. Und die machst du dir quasi ins nasse Haar rein oder allgemein so ins Haar. Und ja, so halt als Haarserum. Ich mache das öfters so nach dem Duschen oder so, ne? Dann noch ein Produkt von Jean und Len. Ein Duschmousse Anregen Green Tea and Lime. Das ist, glaube ich, jetzt echt passend zu der Body Cream, die ich da habe. Body Lotion. Dann May Beauty Pore Strip. The Incredible Pore Strip. Ja. Ne? Richtig geil. Make Me Glow Infused with Caffeine and Peptides. Das sind Barbo-Ampullen tatsächlich. 7 Stück. Also, das ist eine geile Box. Ne? Auch da beschwere ich mich nicht. So geile Sachen hatte ich in meiner Oktoberbox nicht drin. Ne? Und jetzt habe ich euch auch natürlich noch eine Verlosungsbox gepackt mit den Produkten hier. Da habe ich reingepackt einmal diesen mega geilen Nagellack. Dann habe ich von Downtown Paris den Highlighter. Winterberry von Duze. Rose Quartz von Skin Chemicals, von Roger & Gallet die Dusche und von Blütezeit die 24 Stunden Feuchtigkeitscreme. Alles, was du dafür tun musst, ist ganz einfach, dass du mir unten in die Kommentare reinschreibst, also zum einen erstmal einen ganz lieben Kommentar, und dass du mir reinschreibst, welches von den Produkten, die sich hier in der Verlosung befinden, du am coolsten findest. Und ja, ne? Dann würde ich einfach sagen, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und das vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich mega drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!